Sortiment des Schieferporzellans vorstellen. Trendige Gastgeber sind stets auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen. Neue Materialien und Formen stehen dabei im Vordergrund. Vor allem Natursteine wie Schiefer liegen für eine stylische Speisenpräsentation mit dem Kick für das Außergewöhnliche besonders im Trend. Aktuell besteht unser Sortiment des Schieferporzellans aus zwei Farben, Schwarz und Weiß, sowie aus drei Formen. Wie Sie hier einmal sehen, haben wir die Platte einmal in rechteckig, in quadratisch und ganz neu im Sortiment haben wir unsere Schieferplatte in Schwarz auch in rund. Eine besondere Alleinstellung bei unseren Schieferplatten wird durch die zwei verschiedenen Glasurarten erzielt. Die weiße Schieferplatte ist mit einer Glanzglasur überzogen. Dadurch ist gewährleistet, dass keine unangenehmen Speiserückstände von Soßen oder anderwertigen Speisen beim Gast zurückbleiben. Bei unserer schwarzen Schieferplatte haben wir uns für eine mattierte Ausführung entschieden. Matt liegt momentan nicht nur voll im Trend, nein, dem Gast ist auch gewährleistet, dass er wirklich den Eindruck hat, er ist von einem Stein. Wie Sie hier auf unserem Tisch sehen können, sind unsere Schieferplatten auch für den Buffet-Einsatz perfekt einsetzbar. Eins ist auf jeden Fall sicher. Unsere Schieferplatten auf Ihrem Buffet sind ein absoluter Hingucker. Durch ihre quadratischen und rechteckigen Formen sind die Schieferplatten passend zueinander einsetzbar und können individuell zusammengestellt werden. Aber nicht nur auf Buffets sind die Schieferplatten von Holzporzellan ein absoluter Hingucker. Auch als Platte, serviert direkt beim Gast, als Speisenteller, kann die Schieferplatte genutzt werden. Und sehen Sie, so schön kann man Fisch anrichten. Alles, was Sie zur Qualität wissen müssen, sagt Ihnen nun Herr Holst. Ja, hallo, vielen Dank. Mein Name ist Knut Holst. Ich erzähle Ihnen ganz kurz einige Dinge über die materiellen Eigenschaften dieser Platte. Gefertigt ist sie aus reinem Hartporzellan, bestehend aus Kaolin, Quarz und Feldspat. Warum? Wir haben das Schiefer oder den Schiefer an sich untersucht und wir haben festgestellt, dass es ein metamorphes Gestein ist, das Splitterungen auf der Speise hinterlassen kann und damit den hygienischen Anforderungen der Gastronomie und der professionellen Gastgeber nicht gerecht wird. Deswegen haben wir ein Schieferdesign entwickelt, in dem wir der Form diese naturgegebenen Unebenheiten eingebracht haben und können eben nun in echtem Hartporzellan, das eben auch allen Ansprüchen des professionellen Gastgebers gerecht wird, liefern. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen, Ihre Alina Fehlbach.